Siegfried, ja. Was wäre dein Part? Also mein Hauptthema wäre Stuttgart 21 natürlich. Ich habe schon viermal bei den Montagsdemonstrationen da geredet, so in jedem Jahr ungefähr einmal. Leider ist meine Partei, die SPD, der ich jetzt in diesem Jahr seit 55 Jahren angehöre, in dieser Frage allzu stumm. Ich habe auch versucht, innerparteilich etwas zu bewegen, seit etwa 4 Jahren. Das ist mir also nicht bis kaum gelungen. Wir haben zwar eine Initiative, die heißt SPD-Mitglieder gegen Stuttgart 21. Das sind ungefähr im Land 700 Leute und in Stuttgart 130. Die kann man auch im Internet aufrufen, die schreiben da gescheite Sachen, aber an die Öffentlichkeit gehen sie eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch versucht, im Vorfeld der Gemeinderatswahl, also noch vor der Bundestagswahl, gerade diese hiesigen SPD-Mitglieder gegen Stuttgart 21 ein bisschen aufzustacheln, damit sie für die Liste auch Leute nominieren, die kritisch zu Stuttgart 21 stehen. Ich habe mal da 130 eingeladen und 7 sind gekommen. Das hat mir gezeigt, dass also der Wille, hier etwas zu tun, was Hand und Fuß hat, was kritische Einstellung zu Stuttgart 21 betrifft, nicht sehr groß ist. Die meisten belassen es bei ihrer Gesinnung, dass sie sagen, ha ja, wir sind auch dagegen, aber machen tun wenige etwas. Es sind sicher auch auf der SPD-Liste, das muss ich noch dazu sagen, ich habe mich dann auch selber bemüht, auf die Liste zu kommen. Ich war ja insgesamt 15 Jahre im Gemeinderat. Das letzte Mal bin ich gewählt worden, 1994. Das war also, da hat mir der damalige Kreisvorsitzende angerufen und gesagt, mir fehlen noch hinter 3 zum die Liste auffüllen, 58, 59, 60. Dann habe ich gesagt, wenn schon, will ich auf 60 kandidieren. Und dann bin ich so weit vorgewählt worden, dass ich dann nach 2 Jahren wieder im Gemeinderat gewesen bin. Das hat auch dazu geführt, dass ich bei Klett 6 Jahre war. Ich sage ausdrücklich nicht unter, ne, sondern bei Klett, bei Rommel. Das aber was heißen will. Bei Rommel 6 Jahre und dann gerade wieder reingekommen bin in dem Monat, Oktober 1996, als der Schuster kam. Das will ich ein andermal, die Bewertung dieser 3 will ich ein andermal machen. Also der Schuster käme für mich an 3. Stelle, muss ich sagen. Dann war ich noch einmal 3 Jahre im Gemeinderat. Habe auch, damals war nicht viel von Stuttgart 21 die Rede, aber im November 97 war eine längere Debatte. Und da habe ich mich auch zu Wort gemeldet, habe meine Skepsis kundgegeben. Dann allerdings, das muss ich zugeben, habe ich aus, wie heißt man es, nicht Fraktionszwang, sondern Solidarität mit der Fraktion gestimmt. Das hat mir nachträglich sehr leid getan. Das tue ich nie mehr, gegen meine Überzeugung mit der Fraktion zu stimmen. Das hat sich ja dann nicht viel getan. Ab 97 bis zur Entscheidung für Stuttgart 21. Ich halte es für eine schlechte Entscheidung, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich habe das ja auch da geschrieben auf dem Ding, auf dem Zettel, dass eigentlich meine Partei, die SPD, nichts Hörbares, intern vielleicht nichts Hörbares, Kritisches zu Stuttgart 21 gesagt hat. Ich habe geschrieben dann und auch angerufen dem Vorsitzenden Schmidt und dem Schmiedl, keine Antwort. Ich habe mehrfach geschrieben natürlich und angerufen dem Kanzleiter und der Frau Blind,
keine Antwort. Es ging dann so weit, dass ich eines Tages von der Sekretärin der SPD-Fraktion ein Mail bekommen habe, ich möge Sie bitte aus meinem Verteiler nehmen, Sie legen keinen Wert auf meine Beiträge. Das hat mich etwas geärgert, muss ich sagen. Und in meinem Ortsverein bin ich gleich, wo ich jetzt, das habe ich da geschrieben, wo ich jetzt Interesse gezeigt habe, auf einem ganz hinteren Platz zu kandidieren. Ich will ja die Großköpfe denn vorne nicht bedrängen. Sofort ein eindeutiges Nein gehört. Die Vorsitzende in meinem Ortsverein Süd ist das, hat gesagt, wenn du gewählt würdest, das hat sie immerhin in Erwägung gezogen, wenn du gewählt würdest, würdest du im Gemeinderat Tag und Nacht nur über Stuttgart 21 reden. Das wäre zwar keine Schande, nach meiner Meinung, aber ich täte auch über einige andere Sachen reden, habe ich ja dann gesagt. Zum Beispiel über die Tatsache, dass Schmidt und Schmiedl als Mitglieder im Aufsichtsrat der Landesbank dem Verkauf von 21.000 Sozialwohnungen an die Heuschrecke Patricia zugestimmt haben, um gleich anschließend zu jammern und zu lamentieren, dass es zu wenige bezahlbare Wohnungen gäbe. Also diese Art von Heuchelei ist mir doch sehr auf den Wecker gegangen, muss ich sagen. Bezahlbarer Wohnraum ist für die SPD seit über 100 Jahren ein allererster Punkt. Und die zwei Obersten im Land verkaufen wegen ein paar tausend Euro an den Meistbietenden, nicht an die Stadt Stuttgart, die auch mitgeboten hat, sondern an diese Heuschrecke Patricia. Also einmal kommt das Fass zum Überlaufen. Und nachdem ich in der SPD nichts bewirken konnte, habe ich mal mit dem Tom Adler, den ich auf der Straße getroffen habe in Heslach, meinem Wohnsitz, gesprochen. Und er hat gesagt, du kannst bei uns kandidieren. Und weil ich etwas tun will, muss ich sagen, etwas tun will, um Stuttgart 21, ich sage jetzt mal dieses Wort, kritisch zu begleiten und das eine Möglichkeit sein könnte, habe ich mir das überlegt und wir sind dann übereingekommen, dass ich das tue. Wird mir natürlich in meiner eigenen Partei Schwierigkeiten machen, das ist klar, aber die möchte ich auf mich nehmen. Ich habe am Montag vor 8 Tagen wieder geredet auf dem Marktplatz und habe gesagt, ich muss jetzt etwas gegen die Resignation sagen, gegen die Resignation der Gegner, weil ich das auch wahrnehme, dass viele sagen, man kann ja doch nichts machen, die Befürworter tun doch, was sie wollen. Für mich ist der Kampf gegen die Resignation bedeutet, dass ich alles tue, was ich kann, nicht? Und mich einfach abzufinden damit, dass die SPD nichts Kritisches zu Stuttgart 21 sagt, das ist mir zu wenig. Deshalb will ich und habe ich diese Möglichkeit wahrgenommen. Ich komme jetzt zum Schluss. Warum tue ich es? Ich will den ehemaligen SPD-Wählern. Also bei der letzten Wahl 2009 hat die SPD 5,8% verloren und 4 Sitze im Gemeinderat von 14 auf 10. Und ich möchte, dass die vielen ehemaligen SPD-Wähler, die die SPD wegen Stuttgart 21 nicht mehr wählen, eine Chance bekommen, einen alten SPDler wie mich zu wählen, der gegen Stuttgart 21 ist. Ich möchte noch sagen, da gibt es ein sehr schönes Heft vom Statistischen Amt der Stadt Stuttgart. Das wird nach jeder Gemeinderatswahl gemacht und da steht alles drin, wer wie viele Stimmen bekommen hat. Und da steht unter anderem drin, weil die das doch immer ableugnen. Die SPD hat die letzten 6 Wahlen mit Glanz und Gloria verloren, alle wegen Stuttgart 21. Und jetzt stehen sie hin und sagen, Stuttgart 21 hat keine Bedeutung mehr
für die Wahl. Und hier in diesem Heft sagt der Herr, wie heißt er, unser Schwarz oder so, er sagt ganz eindeutig, bei der SPD ist am deutlichsten der Rückgang der Stimmen mit Stuttgart 21 verbunden, weil die Klientel, die Wähler der SPD hier am empfindlichsten sind und es der Partei übel nehmen, dass sie nichts Kritisches zu Stuttgart 21 sagt. Steht hier Seite 32 in diesem Heft und widerlegt alles, was meine Genossen im Gemeinderat sich zurechtlegen und heute sagen, ja, Stuttgart 21 hat keine Bedeutung mehr für die Wahl. Hat sehr wohl noch eine Bedeutung. Ihre Zeitung, die Stuttgarter Zeitung, macht doch immer so eine Umfrage über die Akzeptanz von Stuttgart 21 in der Bevölkerung. Die letzte Umfrage war, glaube ich, im August und hat ergeben, dass nur noch 45% der Wahlberechtigten Stuttgart 21 gut finden und 55 schlecht finden. War eine Umfrage der Stadt. Wir haben sie nur abgedruckt. Das war eine Umfrage der Stadt. Der Stadt. Bürgerumfrage. Bürgerumfrage. Ja, gut. Also jedenfalls eine Umfrage, die ich mal zur Kenntnis nehme. Und dort steht drin, dass die Akzeptanz sinkt. Sicher hat es zu tun mit den vielen Schwierigkeiten in der Stadt, S-Bahn, Verspätungen und Lärm und so weiter. Und das Eigentliche kommt ja noch, wenn ja zum Beispiel da die Haltestelle Staatsgalerie abgerissen wird und viele andere Dinge, werden die Belästigung für die Bevölkerung steigen und meines Erachtens damit auch die Akzeptanz sinken. Jetzt habe ich, glaube ich, das gesagt, was mein Motiv ist, hier als SPDler, ich trete nicht aus meiner Partei, den Gefallen tue ich denen nicht, als alter SPDler auf der Liste der Linken zu kandidieren. Aber man kann auch ausgetreten werden. Ja, ja, ich hab hier das Heft Organisationsstatut der SPD mitgebracht. Da gibt es auch den Punkt Schiedsordnung. Da steht das drin. Ob Sie das tun, also wenn der Herr Sarrazin, der sein Buch schreibt, Deutschland schafft sich ab, nicht ausgeschlossen wird und ich würde, weil ich kritisch zu Stuttgart 21 stehe, ausgeschlossen, das würde vielleicht ein gewisses Missverhältnis sein. Da muss ich noch etwas zitieren. Das war der Fritz Lamm, hat in ihrer Zeitung gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen noch kennen. War mal Betriebsratsvorsitzender. Bitte? Betriebsratsvorsitzender. Ja, Betriebsratsvorsitzender. Aber in die 50er und 60er. Ja, Fritz Lamm war Jude, Gewerkschafter, Sozialist, ist in seinem Leben zweimal aus der SPD ausgeschlossen worden. Einmal schon vor 33 und dann wieder so um 60 rum. Und er hat einen schönen Satz gesagt, aus der SPD tritt man nicht aus der SPD wird man ausgeschlossen. Hat auf ihn zugetroffen. Ja, vielen Dank, Siegfried. Was du über sozialdemokratische Mitstreiterinnen und Mitstreiter und ihr Unbehagen über die Politik der SPD in Stuttgart sagt, das kann ich gerade ganz aktuell bestätigen. Ich komme gerade von einem Gespräch mit einem ehemaligen Vorsitzenden des Ortsvereins Freiingen, der hoch erfreut war, als ich ihm erzählt habe, wo ich jetzt hingehe und dass ich dich dort treffe und deine Erklärung hören werde, die du da abgibst. Vom Herrn Völker darf ich dich grüßen. Ja, danke.